Der Bahnhof Wolkenstein ist der Spurwechselbahnhof der letzten in der DDR geschlossenen und abgebauten Schmalspurbahn. Diese führte von Wolkenstein nach Höchstadt. Der Personenverkehr auf der Schmalspurbahn nach Höchstadt wurde 1984 aufgegeben, die Strecke ab Niederschmiedeberg abgebaut und ab 1986 wurde auch der Güterverkehr für das Kühlschrankwerk in Niederschmiedeberg auf die Straße verlagert. Die Strecke wurde daraufhin vom Bahnhof Wolkenstein komplett abgebaut. Das Bahnareal in Wolkenstein ist recht vielfältig. Neben dem Bahnsteig gibt es direkt Gaststättengewerbe im ehemaligen Empfangsgebäude sowie ein Hotel in den Reisezugwagen, die auf abgebundenen Gleisen stehen. Die Erzgebirgsbahn nutzt den Bahnhof Wolkenstein auch als Ablage und Abstellfläche für Gleisbaumaterialien. Auf den ehemaligen Schmalspurgleisen im Bahnhof Wolkenstein befinden sich heute Normalspurgleise. Diese dienen Instandhaltungszwecken der Strecke und führen zu Gebäuden, die von der Erzgebirgsbahn als Streckeninstandhaltungsstützpunkt genutzt werden. Eine Besonderheit des Bahnhofs Wolkensteins war es, dass die Schmalspurgleise an der Bahnhofsausfahrt in die Regelspurstrecke integriert wurden und als Dreischienengleis auf 1,9 Kilometer denselben Bahndamm nutzten.